Scheiße, da hinten sind Leuchten. Hello, non parlo italiano. Guck mal hier, das hier, das ist ein italienischer Krankenhaus. Und ich wollte da nicht reingehen, aber ich war da trotzdem drin gewesen und ich habe da gepennt. Das war voll scheiße gewesen. Ich wollte das nicht. Gestern Abend, wo diese Scheinwerfer waren, das war eine italienische Polizei gewesen. Die sind dann zu uns gegangen und haben kontrolliert und gesagt, dass wir da nicht pennen dürfen. Und wir haben das so erklärt, dass wir dort Notfallbiwak gemacht haben. Und die hatten mal einen verletzten Fuß gesehen und die hatten mich dann direkt über den Fluss getragen, rein ins Krankenwagen und dann her abgelagert. Und guck mal, was die aus meinem Fuß hier gemacht haben. Das ist voll scheiße. Ich wollte das nicht. Ich wollte so einen fetten Verband da nicht haben. Das passt noch nicht mal in meinen Schuh rein. Das ist voll scheiße. Da sollte eine schwere Zerrung drin sein. Die haben mich sogar mit diesem Röntgengerät da verstrahlt. Das ist voll scheiße. Und wisst ihr, was noch viel beschissener ist? Die Polizei hat uns einfach überhaupt gar keine Zeit gelassen, damit wir wirklich alles einpacken konnten. Das heißt, so ein paar Sachen, wie zum Beispiel mein Tarp, meine Isomatte, Kochset und noch ein paar Sachen, die liegen immer noch im Biwakplatz rum. Das heißt, mein Bruder, der muss extra wieder zurück zum Biwakplatz hinlaufen, um die restlichen Sachen zu holen, falls die hoffentlich da noch da sind. Wieso konnten wir nicht wenigstens irgendwie 5 Minuten haben, um wirklich alles einzupacken? Also wenn man uns genau dort die ganze Zeit schön in Ruhe gelassen hätte, so dass ich meinen Fuß schön dort erholen konnte, dann wäre mein Fuß auf jeden Fall erholter als wegen dieser Aktion jetzt. Und das ist viel beschissener, genau so rumzulaufen, als wie gestern, wo ich das selber gemacht hatte mit dem Verband. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir heute pennen.